Welcome back to Game Backtrack. Richtig, wie versprochen, werden wir uns jetzt hinabstürzen in die Tiefen des Sees. Wir werden diesen Schatten mal unter die Lupe nehmen. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir zu dem Ding überhaupt hinkommen. Ja, das ist jetzt auch wieder ein Glücksspiel. Man merkt, scheint uns noch nicht zu haben. Obwohl die Energieleiste angezeigt wird. Ja. Und das finde ich auch fies, also ein fliegender Gegner ist wieder ein anderes Kaliber. Ja, da muss man erstmal gucken, wie komme ich da drauf. Und ja. So, da näher ich mich irgendwelchen etwas helleren Flecken im Wasser. Ja, das sind so Plattformen. Ich glaube, Plattformen, auf denen man stehen könnte. Um nochmal die Chance zu nutzen, Werbung für unseren Channel zu machen, sage ich einfach, guckt euch den Kanal an, da gibt es noch weitere Let's Plays und es sind auch noch weitere in Mache. Wir machen noch ein Four Swords Let's Play. Ich mit 4 Freunden. Ist Greedo leider nicht dabei. Tja. Aber man kann ja auch nicht alles haben, ne? Oh, jetzt hast du ihn getroffen. Das war nicht meine Absicht, das tut mir jetzt leid. Oh, sauber. Ja, genau, das ist das Rätsels Lösung. Ah, die Mucke ist unschuldig. Dieser Musik habe ich auch einen anderen entgegen im Kopf, muss ich sagen. Ja, ist so nervig, ne? Oh ja. Das ist, glaube ich, mein Hassgegner in dem Spiel. Ja, der ist auch ein Troll. Satzend. Oh, guck mal da. Am Flügel versteckt. Das ist schon echt krank. Überlegt euch das mal. Ich meine, ich hänge hier an seinem Flügel senkrecht in der Luft. Ja, er fliegt jetzt waagerecht. Durch die, er fliegt durch die ganze Zeit durch die Gegend. Das ist echt insane gut gemacht, das Spiel. Hier wird es natürlich dann auch teilweise schwierig, sich festzuhalten. Ja, aber wenn jetzt das Stamina ausgeht, plumpst du ins Wasser. Und du hast da wenig Chancen zu stehen. Ja. Also es ist ganz völlig natürlich, bei diesem Gegner runterzufallen. Oh, ich glaube, ich treffe mich. Das Ding ist sowieso schon kaputt. Ja. Jetzt glaube ich 3 Schwachstellen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, denke auch. Also noch einer am anderen Flügel, ich glaube, dann ist am der Schwanz. Kopf dran. Am Schwanz? Ich glaube, der Kopf. Ah, du bist aber nicht runtergefallen, das ist ja sehr gut. Das erspart uns Zeit. Da. Hör mal auf. Ich weiß, man muss ein bisschen flattern, um sich in der Luft zu halten, aber... Ja, so extrem muss man es nicht übertreiben, ne? Ja, echt. Was denkt der sich? Dreist. Komischer Vogel, ne? Oh, Alter. Shit! Kann man unsere Stimmen überhaupt differenzieren auf dieser Aufnahme? Ja, ne? Ja, doch. Wir klingen doch anders, ne? Weil eine Zeit lang haben wir uns echt sehr ähnlich angehört. Ja. Nö. Jo. Ja. Doch. Vielleicht. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich wieder auf den drauf komme. Das war jetzt nicht so glorreich. Ach doch, das war gut. Ein Schwachpunkt. Ist der überhaupt wirklich kaputt? Dann hat wahrscheinlich der am Schwanz mehr Energie als die an den Flügeln. Weil es hat ihm ja doch sehr wenig Energie abgezogen. Ja. Los, schnell drauf! Ist ja nicht mal ein Viertel von der Energie, ne? Ja. Oder hat er sich wieder hingesetzt? Das wäre natürlich nervig. Obwohl, dann wäre es auch einfacher für dich. Er fliegt drauf. Macht er hier überhaupt einen Segelflug durch? Weiß es nicht. Pull ihn noch ein bisschen. Übrigens, ich weiß nicht, ob ich nie darauf geachtet habe, weil ich nicht wusste, dass das Spiel so extrem gut ist, aber ich habe es auch, glaube ich, selten im Einzelhandel gesehen. Verdammt. Fliegt einfach über mich weg. Ja. Und doch, ich habe es einmal bei einem amerikanischen Spielzeug-Geschäft. Toys R Us? Genau. Da habe ich es gesehen und weißt du, wie teuer das da war? 60 Euro. Und war es wahrscheinlich gerade neu? Nee, es war nicht neu. Es war schon älter. Es war auch nur einmal da. Es lag einmal in der Krabbelkiste rum. Geil. Ja, und für den Preis, ne? Also es war auch die Special Edition. Es gibt eine Special Edition von dem Spiel. Und da sind dann noch, ich glaube, 4 Postkartenformate dabei mit Artworks von den Kolossen. Ja, ein schönes, schickes Case. Also nochmal ein Pappschuber dabei.
Muss man nicht unbedingt haben. Ich habe sie mir jetzt gekauft. Nicht neu leider, gebraucht. Geht aber schon. Also ich finde so Special Editions sind immer was Besonderes im Spiel. Ey, verdammt, komme ich irgendwann nochmal Plattformen? Kannst dich auf so einen, da sind welche. Kannst dich auf so einen ganz hohen Ding da klettern. Als Ausguck meinst du noch was? Ja. So, die Zeit rennt aber auch nur, wir haben 6:30. Tja. Ekelhaft. Aber leider dauert das Schwimmen so lange. Ja, ruft doch das Pferd. Das Pferd ist hier nicht verkehrt. Ja, warum kann er auch nicht so ein Jetski haben oder so? Ja, oder einfach paddeln, dass er irgendwie schneller ist. Aber hier müsste es eigentlich gehen. Ich hoffe, ich falle nicht nochmal runter. Ich hätte echt gemacht, dass er irgendwelche Feuerbälle oder so schießen kann, während du schwimmst. Irgendwie sowas. Der kann ja ein wenig, ne? Ja. Also können tut er nicht viel, der Gegner. Außer Nerven. Durch seine Präsenz und seine Art und Weise, wie man auf ihn draufkommt. Ja. So, komm ich endlich wieder an. Wobei ich heilfroh bin, dass ich die nicht machen muss. Der ist nicht wirklich schwierig, aber. Nee, aber es dauert einfach teilweise lang, wieder auf eine Plattform zu kommen, die geeignet ist. Ein Bossfrosch ist dann auch wie so eine Umgebung. Ja. Ziemlich gut. Wo ist er? Oh, sag mir bitte nicht, der hat sich hingesetzt irgendwo. Am anderen Ende der Arena. Oder so. Der hockt jetzt über dir. Oh, da fliegt er. Ich muss dann echt ein bisschen aggroen, glaube ich. Treffte musst du einfach. Ja, eben. Das ist das Problem. Ja, jetzt kommt er, kommt. Oh, das ist aber sehr nett. Boah, hat er jetzt viel Leben abgezogen. Ich bin aber auch weggeflogen wie sonst was. Du musst, glaube ich, springen und dann dich festhalten. Du hast nicht stehen. Ja, dieses Springen hat irgendwie nicht geklappt. Vielleicht habe ich auch den falschen Knopf gedrückt. Kann ich nicht ausschließen. Ich glaube eigentlich. Immer die Dreieck-Knopf. Wo bist du? Oh Mann. Ja, ich muss weiter vor den schießen. Der kommt auf jeden Fall, dann macht er mal so eine Schleife, glaube ich. Aber ich glaube, wenn er aus der Richtung kommt, kann er keinen Sturzflug mehr machen. Nee. Ich hätte gemacht, dass er so Brocken nimmt und auf dich drauf wirft. Jetzt auch. Verdammt. Ich glaube, du bist tot. Nee, ne? Geil. Sieht man auch nicht oft in dem Spiel. Oh, sag das nicht auf hart. Es gibt ja noch einen harten Modus. Gut, dass ich so lange nicht gespeichert habe. Ich hatte es aber sowieso wieder replaced. Siehst du? Ja, gut. Ja, Freunde, das kann natürlich mal vorkommen. Ist nicht wirklich peinlich, aber der Gegner ist auch etwas. Oh, man kann skippen. Ekelhaft. Jo. Jetzt schaffe ich es dann vielleicht auch direkt beim ersten Mal oben zu bleiben. Ich weiß es nicht. Ja, und na, der Gegner ist jetzt auch resettet, also auch die Lebensenergie, die wir abgezogen haben, ist jetzt nichtig. Was für ein Schmuh, ne? Wo ist er überhaupt? Keine Ahnung. Sehen nicht. Der fliegt aber noch da, nicht. Da. Echt, du erkennst was? Ja, da sitzt er. Ach, da ist der Schwanz, ja. So, diesmal. Ich weiß nicht, jetzt hatte ich das Problem, dass ich halt den Bogen gezogen hatte und musste irgendwie da rauskommen, damit ich überhaupt erstmal springen kann. Und irgendwie hat es dann nicht mehr geklappt. Ja, das nächste Mal musst du ihn gar nicht mal aggroen. Ich glaube, einmal reicht. Und dann musst du einfach nur wieder auf den Plattformen stehen. Die Luft ist auch extrem trocken, ne?
Sauber. Punktlandung. Stimmt, am Kopf kann er gar keinen Schwachpunkt haben. Er ist ja nicht mal behaart. Bemoost. Sollte eigentlich schon reichen, oder? Ne. Ja, jetzt ist er kaputt. Ich bin unten dran und hab reingestochen. Wie geht das überhaupt? Ist weg. Ich weiß, wie würde so ein Looping fliegen. Macht das nicht teilweise sogar? Ja, so ein Schleifen, ne? Auf zu flattern. Nein! Was tust du mir an? Ja, was tue ich dir an, ey? Ja, würde ich auch mal sagen. Dein Zahnstocher. Ach. Voll daneben. Bitte hör auf. Und ich weiß, vielleicht wirst du das nicht mögen, aber ich fände es echt richtig gut, wenn Zelda sich auch so ein bisschen daran bedienen würde. Anstatt es auf der Was machst du? Ist. Hör auf! Haben sie versucht, ja, mit dem Drachen und Gegner von Toy Princess. Meinst du? Ja, das war halt. So, dass du mich dran ziehen müsstest, sondern noch aufflattern. Verdammt, ey, hör mal auf zu flattern jetzt. Dann hätte ich mehr regenerieren müssen. Ja, vielleicht. Ah, oh, Glück sauber. Gehabt, ey. Aber übelst. Trotzdem so wirklich viel Zeit zum Regenerieren hat man nie. Bei nee, bei dem auf keinen Fall. Also wie ihr seht, der Kampf ist sehr trickreich, weil er andauernd sich bewegt und immer flattert. Ja, jetzt ist das Zeichen weg, oder was? Gerade war es das noch nicht. Er hat von alleine losgelassen. Oh Gott. Sind da Plattformen? Ja, ich glaube schon. Also Guido spielt gerade auch blindfolded übrigens. Ja. Es ist etwas schwer, ihn dann mit dem Pfeilen zu treffen, aber... Ja, er macht es ganz gut. Er orientiert sich an seinem Dolby Surround. Ja, wir spielen zwar gerade mit Fernsehsound. Aber hier, Pokémon Fire Red ist geil, ne? Ja, ich meine, ich wusste ja im Prinzip schon vorher, wie das Spiel ist, nicht? Aber ich finde das echt grandios. Also es macht so Spaß, wieder so ein altes Pokémon zu spielen. Bin ich viel mehr... Also wir haben es echt, wir beide haben es jetzt Blattgrün und Feuerrot gekauft vor kurzem. Weil die neue Pokémon-Ära mit dem neuen Spiel was rausgebockt uns nicht wirklich. Es ist auch wenig Neuerung. Nee, Black and White fand ich ganz gut. Ja, aber da Diamond and Pearl fand ich extrem scheiße. Ja, ich auch. Ich meine jetzt auch das neue Spiel, was rauskommt von 3DS, die neue beide Edition. Ja, das ist nee, ja nicht auch mal 3DS, das ist ja DS, keine, ne? Ja, das ist ja auch Lacher. Keine neue Edition. Nö, es ist einfach nur ein, ja, gibt es ja Pokémon mehr. Wie Kristall oder so, nur dass sie diesmal zwei Spiele gemacht haben. Also es ist eigentlich schon Geld. Ist. Ja, Geld macht es. Kannst echt sagen, es ist Geld. Wir wollen das auch nicht boykottieren, weil man es sowieso nicht kann, aber... Ja, irgendwelche Kiddies holen sich dann echt beides, das ist dann schon peinlich. Ich habe ja nie zwei Pokémon Edition gekauft. Wo ist der... Ich habe ja auch meinen Perl verkauft und mir dafür Platin geholt. Echt? Ja, ich habe Platin. Ich dachte, du hättest beide. Nein, Perl habe ich wieder verkauft. Ein Diamant hattest du ja wieder, oder? Mit dem Dings. Ja, Diamant. Ja, Diamant habe ich, keine Ahnung. Wie hieß nochmal das Diamantvieh? Hat er sich etwa hier... Dialga, ne? Ich glaube, der hat sich jetzt genau auf der anderen Seite von dem Turm hingesetzt. Ja, weil auch die Musik löschen müssen. Kannst gerade durchlaufen, ne? Nee, ich hör was. Er ist ich wieder auch. Da. Leider jetzt gerade etwas unpassend. Jetzt niedert er dich wieder oben, das wäre so assi. Ich würde mir fein ablachen. Das wäre dann so ein bisschen schönes Lachen. Na, super, kann ich ihn auch nicht. Krass, wie viele Probleme wir bei diesem Gegner haben. Es ist immer der Vorführeffekt irgendwie. Ja, auch bei Resident Evil 4 waren wir erbärmlich schlecht, ne? Teilweise.
Nämlich schon. Ja, aber auch extrem viel. Ey, es kann doch nicht sein, dass ich den die ganze Zeit nicht sehe. Ich höre ihn auf jeden Fall, aber. Ernsthaft? Nee, das ist ja gar nicht. Das sind nur irgendwelche Pflanzen, die da runterhängen. Das sah aber ein bisschen aus wie sein Schwanz, muss ich sagen. Ja. Ich dachte es auch kurz. Cap, please. Tail? Ja. Oh, was ist los? Aber echt, das ist grad ziemlich boring, muss ich sagen. Das ist fast so wie mein schlafender Gegner. Ja, der benutzt quasi dieselbe Taktik, nur umgedreht. Er versucht quasi uns dazu zu bringen, einzupennen, um uns dann im Sturzflug zu killen. Ohne dass wir uns wehren. Hey, da fliegt er doch. Ja, doch. Was ein Troll, ey. Ey, diese Arena ist aber auch viel zu riesig. Ja. Ne? Vor allem, wenn man schwimmend so langsam ist. Ist klar, jetzt fliegt er da lang, wo ich ihn eben hatte. Oh Gott. Was für ein blöder Troll. Na, ich glaube, ich gehe mal dahin. Ist am nächsten aus. Go, go, go. Machen wir gleich wieder einen Schnitt, ne? Machen wir am besten, wenn du auf der Plattform bist. Dann haben wir einen nahtlosen Übergang. Ja, eigentlich, ja, könnte, wenn ich nochmal auf den drauf komme, dann schaffe ich es. Okay. Das ist ja nur noch ein Schwachpunkt. Wir warten bis es falsch ist. Geh da hoch. Nein. Sturzflug, komm. Verdammt. Riecht der Geruch? Was für ein Geruch? Keine Ahnung. Was hast du denn da? 17 Minuten. Ja. Falle Kuchen. Sturzflug, komm. Sieht aber nicht danach aus. Nö, der. Doch. Doch. Nein, doch nicht. Verdammt! Wie setzt er sich? Ne, ich glaube, ich muss den echt anschießen. Du hast zweimal getroffen. Obwohl es irgendwie nicht so aussah. Hat aber geschrien. Jetzt kommt er. Ja. Jawohl. Ey, da pimmelt er direkt total aus, ey. Auch zu flatt. Aber sagen, dieser Gegner hasst dich, ne, instinktiv. Würde ich auch machen, wenn irgendwie so ein Pimpf ankäme und mir sein Zahnstocher irgendwo reinrammen würde, aber. Trotzdem, man kann es auch übertreiben, ey. Ich schaffe das ja doch noch heute durch, wer weiß, ne? Das ist aber auch gefährlich hier, ne? Ja, weil es so dünn ist. Das hat mich getroffen. Das schön. Getroffen. Noch zweimal, wenn es nochmal uns auflädt. Ja, du musst auch sagen, hier kann er sich nicht so gut schütteln. Nee, das Ding ziemlich. Brach immer. Boah. Ja, ich würde sagen, das ist eine Punktlandung, Milo. Super. Ja, so haben wir wenigstens das Take voll gekriegt. Natürlich. Das war natürlich auch total beabsichtigt. Ja, auf jeden Fall. Ich habe das so geplant. Wie er zu Wasser sackt und erbärmlich ertrinkt. Ah, wo hast du mich abgesetzt? Wo sind die Schattens? War gut. Oh, das war verschwunden, sie sind mir scheinbar. Oh, was ist denn das? Kommt die auf mich zu? Nein. Nee, oder? Wo muss der hinschwimmen? Sind ja total weit weg. Ach, die finden mich hier niemals. Nein.
Wie Horror das ist, ne? Ja. So, jetzt gehe ich noch ein bisschen schwimmen. Ihr solltet vielleicht nicht schwimmen gehen, sondern den nächsten Part. Ja, mach einfach während der Ladezeit. Also, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.